ist steile Arbeit. Und wir arbeiten oder wir nehmen Kontakt auf mit unterschiedlichen Teilen der Persönlichkeit des Menschen. Wir wissen, dass die menschliche Persönlichkeit ist nicht eine monolithische Entität, aber es besteht aus mehreren Anteilen oder Ich-Zustände. Ja, so werde ich das beschreiben. Es hat auch eine neurophysiologische Basis, das wissen wir, wurde jetzt schon auch bewiesen, auch durch die Arbeit von Jochen Peichel und andere Leute auch wissen wir, dass Ego-State-Therapie hat auch eine neurophysiologische Basis. Man muss das Ego-State-Therapie so vorstellen, dass man ist immer in einem bestimmten Ego-State. Zum Beispiel jetzt bin ich in einem bestimmten Ich-Zustand, kann man sagen. Und wenn ich hier rausgehe, dann sprichst du wahrscheinlich mit jemandem anders, wenn ich mich dann mit dir unterhalte. Aber ja, wir sind ständig, wechseln wir von einem Ego-State zu einem anderen Ego-State. Die Frage passiert sehr oft, hat man einen Kern-Ich? Und meine persönliche Meinung ist ja, wir haben ein Kern-Ich. Wo ist dein Kern-Ich? Das ist wahrscheinlich in deinem Gehirnstamm. Und deswegen wechseln wir in bestimmten Ego-States. Und wann ist man dann nicht in einem bestimmten Ego-State? Das ist eine interessante Frage. Überlege ich mich sehr oft. Und meine Antwort darauf wird sein, wenn du schläfst. Dann bist du wieder, sag mal, zurückgezogen in deinem Kern-Ich. Und dann spielst du nicht sozusagen eine bestimmte Rolle, aber du bist eigentlich dann, dein wahres Ich kommt dann oder ist dann Exekutive, sagen wir. Es hat natürlich mit Dissoziation zu tun. Wenn wir Trauma erleben, dann kann es sein, dass die Persönlichkeit des Menschen dissoziiert. Was heißt Dissoziation? Das heißt eine Abspaltung, im bestimmten neurophysiologische Abspaltung. Und ja, dann dissoziiert man und das bedeutet, man zeigt dann eigentlich unterschiedliche traumatisierten Teile. Nicht nur traumatisiert, wenn es um Trauma geht, natürlich mehr traumatisierte Teile, aber es kann auch sein, dass man ressourcevollen Teilen hat. Und, aber in Bezug auf Trauma werde ich sagen, man hat dissoziiert dann in unterschiedliche traumatisierten Anteile oder Symptomanteilen, die etwas mit dem Symptom zu tun haben. Früher haben wir sehr darauf fokussiert, mit diesen traumatisierten oder symptomassoziierten Anteilen zu arbeiten. Heutzutage sagen wir, aber was für ressourcevollen Anteilen hat jemanden? Und können wir nicht, das heißt, diese Technik heißt eigentlich pendeln zwischen traumatisierten oder symptomassoziierten Anteilen und ressourcevollen Anteilen. Und dieses Hin und Her pendeln zwischen den beiden, das ermöglicht dann eine Auflösung von dem ursprünglichen Trauma, auch körperlich. Und auf diese Art und Weise arbeiten wir dann mehr in Richtung von einer positiven Psychologie oder Anwendung von der Methode.